Willkommen zurück zu Cosmic Starion, und unsere Heldentruppe rund um Alyssa Char, Dave und Sue haben es nun geschafft, die Prototypen der Technologien, die wir auf dem ersten Planeten geborgen haben, aus der Agency zu stehlen. Und Director Steele ist uns auf den Fersen, aber er konnte uns bisher noch nicht aufhalten. Und jetzt sind wir unterwegs in den Nachtclub. Wir sind schon draußen in der Stadt. Hier sind noch Händler. Da gehen wir jetzt aber wieder raus. Und wir müssen jetzt in den Nachtclub und dort in der Geschichte weiter fortfahren. So, genau. Wir sollen irgendwo einen Unterschlupf finden und ja, sie meinte, wir sollten in den Nachtclub. Da hat sie eine Freundin. Oh. Wir wurden gerade bestohlen. Da kam der Typ, meinte Hallo und zack, sind wir ärmer. Und er will uns diesen Gebrauchtwagen hier verkaufen. Er macht uns ein wunderbares Angebot, aber wir müssen uns beeilen, weil der Eigentümer gleich zurückkommt. Ja, hier sind sehr viele zwielichtige Gestalten. Das ist halt schon eine runterkommende Gegend, in der wir hier gerade sind. Aber so ist es halt. Dicke, fette Ratten gibt es ja auch. Und ich finde es auch geil, dass wir hier einfach in so einem Städtchen sind. Ja, das sieht doch hier gemütlich aus. Gleich wieder raus. Husch, husch. Polizei. Hier weitere Gangster. Gehenna Shelter. Und da ist der Nachtclub. Nightshade. Was ist das hier? Gehenna Shelter ist ein Obdachlosenheim. Wir gehen aber mal rein. Gooby, was ist das für eine Brille? Ah, der kennt den Sue. Der Sue kennt ihn. Was für ein Zufall. Aber da müssen wir jetzt erstmal nicht hin. Wir gehen jetzt erstmal in den Nachtclub. Wenn wir reinkommen. Ah, die sagen nichts. Hey, sie meinen, wir sehen aus wie ein cooler Haufen. Kommt rein. Danke. Das würde ich auch mal gerne hören, wenn ich irgendwo in den Club gehe. So einmal alle 2 Jahre. Das habe ich auch schon durch. Okay, Sue ist noch was eingefallen, was er noch erledigen muss. Deswegen setzt er sich mal kurz ab. Und wir packen uns hier mal in den Nachtclub. Yeah. Willkommen in Nightshade. Lasst alle eure Sorgen zurück und tanzt, tanzt, tanzt. Gehen wir mal zum Barkeeper. Na, dann mal auch hier, dass die Gegend hier. Also gut ist, um sich aber mal zurückzuziehen. Was ist das da unten? Ist das ein Alien oder was ist das? Was bist du? Ja, und er nimmt einen Funken an Tanzfreudigkeit an uns wahr und ja, will uns animieren, da mit zu tanzen. Ja, VIP-Bereich. Lauren ist da hinten. Das sieht aus wie Lauren, oder? Das ist doch bestimmt Lauren. Ne. Das sah so chiefig aus. Ist Lauren vielleicht ein Mann? Ah, wir haben sie gerade verpasst. Okay. Sie hat einen Auftritt. Oh, da ist sie.
Ja, die Lauren kann halbwegs singen. Der Track haut mich jetzt nicht vom Stuhl, aber. Interessante Dame. Ich hoffe, der Track geht nicht allzu lange. Zumindest ist es schon mal keine Oper. So eine Wagner-Oper. Stundenlang warten. Ohne Skip-Möglichkeit. Wäre so ein bisschen Richtung Metal Gear Solid-Sequenzen. Werde ich nie vergessen, diese viertelstündige oder 20-minütige Sequenz bei Metal Gear Solid. Als ich damals es eilig hatte und dachte, ja, komm, gibst du hier noch die Sequenz? Ja. Pustekuchen. Ich kam zu spät. Aber shit happens. Ja, und anhand ihres Inhaltes vom Song merkt man, sie ist eine rebellische Dame. Und, oh, was sind da? Das sind Agents. Oder ist das Polizei? API Soldier, ja. Genau. Ja, die Char meinte, sorry, dass ich dich damit reingezogen habe. Und sie meinte, ich hasse es, unterbrochen zu werden. Wer weiß, wie viele Fans ich jetzt aufgrund dessen verloren habe. Aber die Soldier meinten, ja. Deine Fans werden da nicht viel verpassen. Selbst die Musik in diesem Loch stinkt. Also scheiße. Okay. Dann machen wir mal Platz. So. Lauren darf anfangen. Snake Strike inflicts Poison. Sehr schön. Opening Slash. Bonus if an enemy is at max HP. Sehr schön. Und wiederverwendbar. Mesmerize. Inflicts Charm. Microphone. Damage. Inflicts Stun. Betäubung. Disable. Disarm. Steals Style from other allies. Okay. Cutting Winds. Wind Attack. Was geht mit ihr? Geil. Rebirth Song. Party Regen. Fett. Sehr, sehr geil. Ich hoffe, wir haben sie später in der Party mit dauerhaft dabei. Die Skills gefallen mir auf Anhieb. Und hier, da hat er Max HP. Den geben wir gleich mal direkt. Volle Breitseite. Alter Schwede, 349. So, jetzt gehen wir den gleich nochmal in den nächsten AOE mit rein. Da haben sie sich mit dem Falschen angelegt. So, Enviro Hack würde nur auf uns gehen. Ist trotzdem, finde ich, immer interessant, was passiert in den jeweils unterschiedlichen Umgebungen. Dieser Hack ist abhängig immer von der Umgebung bei ihm. So, machen wir einen Fokus. Lohnt sich das überhaupt noch? Ja, es lohnt sich noch. So, Fokus und dann ist nämlich die nächste Ability bei ihr in AOE. Und das dürfte es dann auch spätestens dann gewesen sein. So, was kann noch? Ich bin mal interessant. Steal Style from other allies. Mal gucken, was macht sie da? Stylish, so. Keine Ahnung. Werden wir wahrscheinlich nicht mehr erfahren, denn ich glaube nicht, dass die das überleben. So, nämlich spätestens jetzt werden sie umkippen. Weggepustet. Oh, er lebt noch. Okidoki. So, Steal Style from other allies. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Ich trottel. Style ist ja auch so ein Wert, der hier natürlich eine Rolle spielt. Und je mehr Style sie haben, umso stärker sind sie. Und ich glaube, umso mehr HP haben sie. Sie hat zumindest jetzt. Ne, nicht mehr HP, aber ich glaube, sie können auch mehr Schaden reinbekommen. So, Wind Attack, Opening Slash brauchen wir nicht mehr. Inflicts Charm. Disarm. Da er jetzt eh gleich erledigt sein wird, will ich kurz gucken, was Charm auswirkt. Auswirkungen hat. Keine Ahnung, aber er ist verliebt. Ja, tut mir leid, wir müssen dich jetzt umpusten. Void Bullet ist normalerweise ziemlich heftig. Ja, 425, vierfache. Gute Lauren. Okay, sagt er irgendwie, der Wind hat dir erzählt, der Wind hat dir geflüstert, dass große Ereignisse kommen werden. Okay. Jetzt gehen wir erstmal in ihr Apartment. Yes, jetzt haben wir Lauren bei uns in der Party. Gleich mal angucken.
fliegt's Charm. Charm 80%. Was auch immer das auswirkt. Irgendwas, irgendeine Auswirkung hat es natürlich. Schauen wir mal, ob es in den Tutorials, ob es da diverse Aimants gibt, die da beschrieben werden. Charm, attack allies, last one turn. Ja, aber was macht das? Egal. Braucht man nicht. Dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwas equippen können. Laser Knives. Song, Rebirth Song, Pain Song, Purity Song. Standard Mic. Okay, wir haben noch keine Sachen für sie. Und sie wandert durch die Hintertür. Guck mal, wo die Hintertür ist. Hier, Backstage-Bereich. Out this way, compadres. Sehr geil. Ich mag das Pacing hier auch von der Story. Und auch einfach von den Fortschritten, die man hier macht. Also mir ist bisher noch keine Minute langweilig gewesen im Spielen. Oh, was seid ihr für Dude? Wie auch immer, ihr habt euch mit dem Falschen angelegt hier. Wind Attack, Small Area. Gegen was sind die denn? Oh, gegen Wind. Aber es war wirklich Small Area. Dann wischt ja die anderen gar nicht. Dann machen wir erstmal den Opening Slash. Wäre sonst eine Verschwendung. So. Den knocken wir erstmal aus. Ah, schade, ist nicht gestunt. Dazu schon gewesen. Hier. Viral Hack. Mal sehen, was er ausführt. Oh, das ist zumindest vergiftet. Und hier, ja, wie üblich eigentlich Fokus, oder? Programm kurz checken. Nö. Fokus. Das übliche Ding eigentlich. Bei mehreren Gegnern mache ich bei ihr fast immer Fokus. So, Mesmerize, etc. etc. Steel Style. Sie kann auch stunnen. Und das Stun bei ihnen hat viel mehr HP noch. Ist unbeeinflusst. Ja, juckt ihn gerade nicht. Okay. So, Inspire oder pusten wir den weg? Ja, wegpusten bringt nichts. Wir inspirieren. Wie so üblich Charm. So. Wie gehen wir mit euch um? Versuchen wir ihm den Rest zu geben. Boah, nur 151, einen guten Rüstwert. Da steht noch. Die HP sinken. Aber sie kann ja den Rebirth Song singen. Hat sich das jetzt aber irgendwie groß ausgewirkt? Gefühlt nicht. Das macht nichts. So. Da war es nur noch einer. So, wer hat es am meisten nötig? Dave selbst. Patcht sich selbst. So, erstmal Fortify, ein bisschen Verteidigung hochschrauben. Wir müssen es ja nicht allzu viel gefallen lassen. Ja. Okay, sie regeneriert durch den Song wohl über mehrere Runden hinweg. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Damage inflicts Disarm. Mir ist zwar noch immer noch schleierhaft, was Disarm genau für eine Dings hat. Auswirkung, aber irgendeine positive Auswirkung hat. Und ich glaube nicht, dass er jetzt die Runde noch übersteht. Defense Barrier wollen wir nicht nochmal verwenden. Absorb Shield? Nee, brauchen wir nicht. Garment Secures and Resistance up. Nee. Versuchen wir direkt umzupusten. Vielleicht reicht's noch. Yes. Das macht halt Spaß. Also mir gefällt das, dass man in jedem Kampf muss man schon auch etwas nachdenken.
Es ist jetzt nicht sonderlich schwer, weil ich halt den Schwierigkeitsgrad, ist das auf dem zweit, also der zweitniedrigste, vier Schwierigkeitsgrade gibt. Es gibt auch keine Normen oder dergleichen. Und ich hatte ja gesagt, ich werde es auf Dauer, wenn ich merke, dass das zu einfach wird, hochschrauben. Aber so finde ich es ganz angenehm, weil es ist so eine Mischung aus Denke nach und du kannst nicht nur brainless durchkämpfen und gleichzeitig aber auch, ja, dass es recht angenehm ist. Also man kann schon noch experimentieren und so. Und aber wir sind ja noch ziemlich am Anfang, von daher. Schauen wir mal, was die Truppe noch so weiter veranstalten wird. Das ist Cosmic Star Heroine und es wird natürlich weitere Videos zu geben. Immer wieder mal tröpfchenweise. Zurzeit dominiert jetzt gerade sogar tatsächlich Guild Wars 2. Citadel wird auf jeden Fall auch noch eine Weile kommen. Zwischendrin vielleicht auch noch Secret World Legends. Da bin ich ja aktuell in der Whispering Tide unterwegs. Im Event Raid. Und es kommt noch eine Überraschung. Die Tage, noch vor meinem Urlaub. Also, bleibt dabei beim Nerd Universe. Das bleibt spannend. Ihr wisst nie, was kommt. Auch pro Video nicht. Und wenn ihr irgendwelche Livestreams sehen wollt, Kritiken, Wünsche, Anregungen habt, schreibt sie mir einfach in die Comments. Ich lese sie und ihr kriegt spätestens an einem innerhalb des Tages kriegt ihr eine Antwort. Nur nicht, wenn ich im Urlaub bin, aber das wisst ihr dann schon, wenn das soweit ist. Und ich danke euch fürs Reinschalten, für eure Aufmerksamkeit. See you next time.